Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Bull Video Magazin und einem neuen Theme Park News Video. Und wir haben wieder einiges an Themen für euch, wie eine neue Achterbahn für das Freizeitland Geiselwind, Silverstar im Europapark und zum Fort Fun. Es ist zwar jetzt Off-Season, aber im Fort Fun Abenteuerland könnt ihr trotzdem noch euren Spaß haben. Das Fort Fun selbst ist natürlich geschlossen jetzt über die Winterzeit, aber das Labs, L-A-B-S vom Fort Fun, der Indoor-Bereich, ist geöffnet und zwar vom 1. Dezember an bis zum 25. März. Und das Ganze wird auch gefeiert vom Fort Fun, denn am 3. Dezember findet der erste Weihnachtsmarkt des Fort Fun statt. Und da ist der Eintritt frei, da ist nämlich Tag der offenen Tür. Und ihr könnt dann auch das Labs bestaunen, begutachten, nutzen. Des Weiteren wird halt ein klassischer Weihnachtsmarkt aufgebaut mit Waffeln, Glühwein, es gibt einen Grillstand. Santa Claus und seine Elfen werden vor Ort sein. Und wenn die Wetterbedingungen mitmachen, werdet ihr auch draußen den Aerobot Crash und Kids Place nutzen können. Die Attraktionen werden dann bei entsprechender Witterung auch noch mit dabei sein. Und das Ganze findet dann von 11 bis 20 Uhr statt. Wenn ihr da nicht könnt oder überhaupt dann öfter dahin wollt oder das Labs wie auch immer besuchen wollt, könnt ihr das wie gesagt vom 1. Dezember an bis zum 25. März. Und da drin gibt es zum Beispiel den Foxdome, das X-Motion Kino, den Bolzplatz 2.0, das Spiel Memo, was riesengroß ist. Zu dem ganzen LRBS haben wir hier auf dem Kanal auch schon ein Video gemacht, wo wir alles mal ein bisschen zeigen. Der Eintritt kostet übrigens für Kinder bis 18 Jahren 8 Euro. Für Erwachsene kostet das Ganze nur 4 Euro. Und als Fort Fun Jahreskarteninhaber oder als Ruhrtop-Card-Inhaber bekommt ihr 25% Rabatt. Auf der Homepage vom Fort Fun Labs findet ihr auch einige Angebote für Geburtstage und Kombipakete. Da gibt es super viel, was ihr da machen könnt. Ist vielleicht für die, was die nicht einen freien Eintritt in einem Freizeitpark kriegen, weil das nur im Sommer bei den Parks ist und ihr im Winter Geburtstag habt, könnt ihr da mit euren Freunden Geburtstag feiern. Ein anderer Park, der aber eine Winteröffnung hat, wo auch nicht immer alles mit in Betrieb ist und eine Attraktion, die noch nie im Winter, ich glaube Winterzauber heißt es da, mit drin war, ist der Europapark und im Speziellen geht es hier um Silverstar. Silverstar wird ab dem Winter 2017-2018 mit im Angebot des Winter, der Winteröffnung vom Europapark sein und ist das erste Mal dabei. Vorausgesetzt, dass die Witterungsbedingungen hier stimmen, die Temperaturen mitmachen. Das heißt, dass ihr euch als Besucher auch darauf einstellen müsst, dass wenn ihr zum Park fahrt, Silverstar entweder ganztägig gar nicht zur Verfügung steht oder kurzfristig geschlossen werden muss oder kurzfristig geschlossen bleibt. Aber wenn die Temperaturen mitspielen, ist dann ab dieser Saison das erste Mal Silverstar mit im Winterzauber inkludiert. Und eine weitere neue Ein weiteres neues Achterbahnerlebnis, was ein altes Achterbahnerlebnis ist, könnt ihr dann ab 2018 im Freizeitland Geiselwind erleben. Denn das Freizeitland Geiselwind, was ja diese Saison von Mölter übernommen wurde und sehr viele neue Attraktionen bekommen hat, verkauft oder hat einige Attraktionen verkauft. So wird der Scheibenwischer Street Style wieder auf die Reise gehen und das Geiselwind verlassen. Und der SBF Visa kleine, Super Tower, also der kleine Freifallturm Super Tower, geht auch wieder auf die Reise. Den hat übrigens Zinnika gekauft und nennt ihn einen T-Rex Tower, was nicht zu verwechseln ist mit dem T-Rex Tower, der im Geiselwind steht und ein bisschen größer ist. Aber dafür kriegt natürlich das Freizeitland Geiselwind auch einige Neuheiten 2018, unter anderem einen neuen Freifallturm von SBF Visa. Da gibt es übrigens auch eine kleine Reportage hier auf dem Kanal zu diesem Türmen. Dann gibt es noch ein stationäres Splash Battle, es wird ein neues Laufhaus geben, aber was ihr natürlich jetzt alle wissen wollt, ja, es wird auch eine neue Achterbahn geben, die keine neue Achterbahn ist, denn diese Bahn ist von 2009, war auf der Reise und ist mit dem Namen Cobra bekannt. Der Schausteller Aktstadt, die betrieben war 2015, meine ich, damit auch schon im Geiselwind. Das war die Zeit, wo dann immer saisonweise im Wechsel andere Großattraktionen dort standen. Und das Geiselwind hat jetzt die Bahn gekauft und stellt die sich in den Park. Ist von Interpark und Pinfari 260 Meter lang. Hat auch eine Inversion, ich meine, das ist ein Sidewinder. Mich hat die Bahn persönlich jetzt nicht so überzeugt, als ich die gefahren bin. Aber dann können sich vielleicht eventuell von euch ein paar Leute mehr jetzt ein Bild davon machen, wenn ihr dahin fahrt. Und
Dass da auf jeden Fall was passiert und ein neues Achterbahnangebot im Park entsteht, finde ich super. Und für den Otto Normalparkbesucher ist das auch eine super Achterbahn. Keine Frage, der sieht Achterbahn über Kopf, geil. Ist ja einfach so. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Das werden wir auch weiter im Auge behalten. Zu dem Geiselwind gab es einen Parkcheck vor der Mölter-Übernahme. Den könnt ihr euch gerne noch hier angucken. Eventuell wird es dann was Neues geben. Keinen neuen Parkcheck, aber ein neues Video zum Geiselwind nächstes Jahr. Schauen wir mal, wie wir das alles arrangieren können. Ansonsten war es das jetzt erstmal mit diesen News für heute. Wir sehen uns morgen hier auf dem Kanal um 18 Uhr wieder mit einem neuen Video. Ich bin raus, ihr seid die coolsten, euer Bro. Es wird Video Magazin. Peace.